des Jahres hatten wir in verschiedenen Gebetszeiten den Eindruck, dass der Herr zu einem ganz bestimmten Thema eine Konferenz haben möchte. Diese Konferenz wird im Herbst stattfinden und hat den Titel Durchbruch. Es schien uns in unseren Gebeten ein wichtiges Thema zu sein, was dem Herrn auf dem Herzen liegt. Denn viele von uns gehen durch Situationen, auch durch Herausforderungen, durch Dinge in ihrem Leben, die ihnen letztlich wie aufgehalten scheinen, die nicht richtig durchkommen, die irgendwie wie hinter einem Glas bleiben und sich nicht im Natürlichen als wirklich existent zeigen. Und der Herr hat zu uns gesprochen und wir haben diese Konferenz geplant, damit wir in einer prophetischen Zeichenhandlung gegen diese Bollwerke, gegen diese aufgehaltenen Dinge in Finanzen, in Beziehungen, mit den Kindern, egal in welchem Bereich, dass wir in diesen Situationen im Glauben einen Durchbruch, einen Durchlass erreichen. Wir möchten dir sagen, verpass diese Gelegenheit nicht, dass du für dein eigenes Glaubensleben in einen Durchbruch hineinkommst. Ich habe auf dem Herzen, gerade für unsere Kinder, für unsere Nachkommenschaft, für unser Erbe, für unsere Kindeskinder, dass wir ganz, ganz speziell in dem Bereich beten und den Herrn bitten, dass er einen Durchlass, einen Durchbruch schafft in diesen Dingen, die unseren Kindern und damit uns auch entgegenstehen. Diese Konferenz wird eine prophetische Konferenz sein. Lobpreis wird eine ganz, ganz wichtige Sache dabei sein, weil der Lobpreis geht immer dem Kampf voran. Wir werden mit Flaggen und mit Schofahörnern diese Lobpreiszeiten begleiten. Und wir wollen in den Seminaren lernen, dazu lernen, Wort Gottes aufnehmen, im Flaggenworkshop, im prophetischen Workshop, im Schofa-Workshop, in allen Bereichen wollen wir an diesem Wochenende uns wirklich aufbauen lassen vom Herrn. Wir wollen weiterkommen. Wir wollen wirklich einen Durchbruch für unser persönliches Leben, auch für unser Land, für unsere Regionen. Wir wollen diesen Durchbruch vom Herrn erbitten und wirklich Glauben aussprechen, Glauben haben, dass er, Baal Perazim, diesen Gott des Durchbruchs, dass er sich erweist, stark erweist in unserem Leben. Verpass diese Tage dieser Konferenz im Herbst nicht. Du kannst gerne noch Flyer bei uns anfordern. Wir schicken sie dir gerne zu. Verteil das im Land. Verteil das in deinen Kontakten, dass wirklich Menschen gesegnet durch diese Zeit hindurchkommen. Und wir glauben, dass es Veränderungen gibt in der übernatürlichen Welt. Dass wir jetzt schon mitten in diesen Prozessen stehen. Und wir werden sehen, dass der Herr uns antwortet. Er ist ein Hörer des Gebets und er wird uns antworten. Sei sicher, Gott hat mehr für dich.